und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Was geht ab? Berlin-Alexanderplatz. Ich wollte euch mal was Interessantes zeigen. Schau mal, hier ist so ein Fest wird es sein. Und schaut mal bitte, wie leer das ist. Geil. Die Regel ist ja noch 3G. Das heißt, Geimpfte, Genesene und Getestete. Aber das Ganze wird sich jetzt ändern in Richtung Geimpft und Genesenen. Bedeutet, dass das Ding immer leer bleiben wird. Also wenn das nicht leer ist, weiß ich auch nicht. Schau mal, die Leute sind alle draußen, also außerhalb. Das bedeutet, dass sich das für die Leute eher nicht lohnen wird, für die Veranstalter, wer auch immer diesen Stuss, die Veranstaltung mitmacht. Ja? Ganz kurz nochmal runter. Ich zeige euch mal ganz kurz auch dieses Schild, da wo ihr sehen könnt, dass da 3G-Regel draufsteht. Da steht das drauf. 3G zum Beispiel. Ja. Also mit Luca-App könnt ihr auch rein, aber wie gesagt, ihr seht ja das Verhältnis, wie leer das da drin ist. Schaut euch mal an, wie leer das ist. Und dann einmal hier draußen die Leute. Das heißt, fast keiner geht da rein. Ja. Also will auch keiner. So, wir gehen mal ganz kurz drumherum. Ich zeige euch das Festival drumherum. Ist jetzt offiziell ein Festival, ist jetzt offen, ne? Das wollte ich euch zeigen. Mehr als die Hälfte interessiert der Fest nicht. Und sie kaufen sich keinen Test. Und sie gehen da nicht rein, weil das ist ja komplett Quatsch. Ist ja leer. Schau mal. Hier von der anderen Seite aus, Moment, sehen wir hier zum Beispiel so für die Kids und so. So ein bisschen Karussell und so. Aber ich glaube nicht, dass es dazugehört. Kann sein. Ja. Dadurch, durch die 3G-Regel, ist das... Moment, ist windig. Also nochmal ganz kurz. Durch diese 3G-Regel, die wir noch haben, ist dieses Festival leer. Jetzt stellt euch mal vor, wenn die 2G-Regel kommt, nur geimpft und genesen, dann glaube ich, dass die Veranstalter überhaupt nichts mehr verdienen. Ja? Schaut mal, ein paar Kinder hier drauf. Und da wird gecheckt. Und jetzt ist es noch mit Test. Jetzt kann man noch mit Test rein. Aber was ist, wenn man nur mit Impfung rein darf? Was passiert dann? Was passiert dann mit den Festivals? Oder mit dem Einlass, zum Beispiel Kino oder Restaurant oder Theater oder alles sowas in die Richtung. Schaut mal. Wir gehen dann noch mal ein bisschen näher ran. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie leer das ist. Von der anderen Seite. Oh shit, Bro. Jemand hat ein Auge auf mich gelegt. Ich bin fast gestolpert. So, das Ganze hier nochmal von außen. Totentanz. Es ist leer. Und die Leute hören sich das lieber hier außerhalb an. Würde ich auch machen. Außerhalb. Brauchst nicht mehr. Sehr gut. Geiler Typ. Perfekt. Also, es ist absolut nichts los. Hier auch nochmal ein Zuschauer von außen. Würde ich auch machen, von außen. Da würde ich jetzt gar nicht reingehen. Ja? Lohnt sich eh nicht. Wie geht's, Bro? Alles fresh? Was läuft? Arbeitst du hier? Ja? Wie ist das so mit den Verlusten oder mit dem Gewinn? Das macht mein Bruder hier. Ja? Okay. Aber ist doch leer, Bruder. Heute ist der erste Tag. Achso, erster Tag. Aber trotzdem, ne? Meinst du, dass mit dieser 3G-Regel was so los sein wird? Hm. Weil so machen doch die Veranstalter Verlust, Alter, oder? Weil die werden das jetzt noch ändern auf 2G. Nur noch Geimpfte und Genesene. Aber wer wird dann reingehen? Keiner. Nur die Leute, die nicht geimpft haben. Ja, aber meinst du, es wird voll so? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir gucken sowieso nochmal dann. Danke, ja. Also, ihr seht, wie das aussieht. Okay, der junge Mann hat mir erklärt, dass hier gerade nur zum 1. Mai jetzt gerade, der erste Tag hier gerade ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass wenn die 2G-Regel da ist, dass da kein Schwanz reingehen wird.
dass es leer sein wird, so wie jetzt. Komplett leer. Die Veranstalter werden Verluste erleiden. Und 100%. Schaut euch an, wie es aussieht. So ist das, meine lieben Freunde. Komplett Totentanz. Das wollte ich euch mal gesagt haben. Und jetzt, ich zeige euch mal ganz kurz die andere Seite. Jetzt schaut mal ganz kurz auf die andere Seite, wie es da aussieht. Full. Die andere Straßenseite ist voll, Freunde. Absolut voll. So, neben der Weltzeituhr, ihr seht gerade, die bauen hier auch ständig. Aber hier ist der Vergleich. Hier ist der Vergleich zu das hier. Tja, was soll ich dazu sagen? Berlin-Alexanderplatz. Deshalb bin ich ständig hier, ab und zu mal. Aber macht euch keine Sorgen, wir werden jetzt auch viele andere Videos bringen. Nicht nur mal hier rumhängen. So. Ab jetzt komme ich auch nicht mehr her. Ja. Und ja, Fernsehturm, alles soweit in Ordnung. Auch hier drumherum, Leute. Ja. Und ja, wie ihr seht, das Ganze lohnt sich einfach nicht. Da machen sie jetzt den Eingang. Ihr seht, eine Gruppe, die vorbeiläuft, die nicht reingeht. Die gucken sich das an, aber gehen dann einfach weiter, weil es zu viele Regeln gibt. Möchte keiner. Ja, mit dieses zu viele Regeln ist zu viel. Ja. Ach ja, und ab heute kosten die Tests was. Die Tests kosten was. PCR-Test schon immer. Und der Schnelltest, der Bürgertest, Antigen-Test kostet jetzt auch etwas. 15 Euro soll er kosten jetzt. Tja, so ist das, Freunde. Überall wird gebaut. Hier auch nochmal Richtung Primark und dem schlechtesten Burger King Berlins. Und schlechtesten Primark Berlins hier an der Seite. Hier ist es voll. Also es ist okay, Leute strömen in Massen. Aber hier geht keiner rein. Vielleicht nochmal kurz ranzoomen, damit ihr seht, was ich meine. Ist ja ein öffentlicher Ort, ich darf die Veranstaltung filmen. Für den Zugang steht da drauf 3G-Regeln. Maske tragen, Wände regelmäßig desinfizieren, mit Symptomen zu Hause bleiben, 1,5 Abstand. Naja, und dementsprechend seht ihr leere Tische. Ja, wie gesagt, erster Tag, trotzdem leere Tische. Leerer Ort, leerer Festival, alles leer. Ist echt leer, ne? Am ersten Tag von. Aber trotzdem, vielleicht ändert sich da ja was. Aber die, wie gesagt, die ändern ja auch die Regel ständig. Ja? Und da am Einlass kontrollieren sie gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding voll wird. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Verzeihung, meinen Sie, das wird voll hier? Denken Sie, das wird voll hier sein? Wissen Sie nicht, ich filme mich selber. Weil es sind ja zu viele Regeln. Ich glaube, das Ding wird leer sein wie ein Käfig. Alles klar. Okay, Freunde. Die Frau, die da arbeitet, wollte nichts dazu sagen. Und ja. Alles okay? Die ist gestolpert, die Kleine. Vielleicht ein paar Afghaner fragen, ob sie schon den Impfpass haben. Ich glaube eher nicht. Ja, Freunde. Da ist echt voll. Was graben die hier am Alexanderplatz, Alter? Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder was? So, das sind so die Neuigkeiten auf meinem Zweikanal, Freunde. Das wollte ich auch ein bisschen gezeigt haben. Was soll ich dazu sagen, Alter?
Schaut mal hier, in den anderen, allen anderen Shops ist hier keine Regel. Man kann rein und raus, wie man will. Zum Beispiel vor dem Eingang. Ihr seht's ja. Rein und raus, wie ihr wollt. Das sieht doch schon vernünftig aus. Mir scheint so, als ob die Politik irgendwas versucht durchzukriegen, aber die schaffen es irgendwie nicht. Ist immer irgendwie so ganz komisch. Die versuchen irgendwas reinzumogeln, aber das juckt die Menschen gar nicht mehr. Das interessiert die gar nicht. Ich glaube, dass die auch scheitern werden dadurch. Ja? Irgendwas stinkt oder stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stinkt gewaltig. Ja? Die versuchen irgendwelche krampfhaften Regeln aufzustellen, auf Krampf diese Kontrolle auszuüben, aber es funktioniert irgendwie nicht. Daher, dass sie alles vorher fest hatten und dann alles locker gelockert haben und jetzt wieder versuchen zu festigen, funktioniert das nicht, weil die Leute werden für immer frei sein. Ja? Naja. Was ist los, Junge? Seid ihr euch nicht einig? Seid ihr euch nicht einig, wohin ihr geht? Ja. Also, wir müssen zum Ostkreuz. Ach, Ostkreuz. Dann müsst ihr mit der S-Bahn, Mensch. Ihr müsst da mit der S-Bahn. Also, da kann man auch einsteigen. Genau, da kann man auch einsteigen. Dann müsst ihr Richtung Warschauer Straße. Und wenn ihr an der Warschauer Straße seid, dann müsst ihr da nochmal einmal, und das ist eine Station von der Warschauer Straße. Also, okay, danke schön. Oder ihr könnt von der Warschauer Straße könnt ihr auch laufen, ihr seid junge Leute. Ja. Aber da geht auch. Was geht da? Ja, das hier. Wenn den auch? Hier geht den Bahnhof auch? U-Bahnhof? Ja. Nee, nur S-Bahnhof. U-Bahnhof geht auch, aber es sind tausend Umwege. Also sagen Sie lieber den. Ich würde sagen mit der S-Bahn. Ja, S-Bahn hatten wir doch auch vor. Das ist hier, einfach in die Richtung, geradeaus. Okay. Jede S-Bahn fährt dahin, Richtung Warschauer Straße. Okay. Und von da aus sind es vielleicht 800 Meter. Ich würde da nochmal laufen oder so. Ja, okay, danke schön. Jeder kennt Ostkreuz. Haut rein, Freunde. Ja, danke schön. Ciao, ciao. Und nehmt keine Drogen, ne? Ja, man weiß ja nicht, auf der Suche nach was sie sind. Aber ja. Seht ihr? Jetzt habe ich Leuten noch geholfen, Touristen geholfen. Sowas feiere ich. Wieder an dem ollen Five Guys vorbei. Katastrophe. Geht da nicht hin. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte jetzt auf meinem Hauptkanal das Video schauen, warum ihr nicht zu Five Guys gehen solltet. Auch hier JD und Co. offen. Rein und raus ohne Ende. Ich überlege, ob wir zum Alexa gehen, aber da darf man drinnen nicht filmen. Das ist das Problem. Naja. Ich finde hier Kaffee Einstein Café, die sind freundlich. Die sind immer freundlich hier. Die haben auch eine sehr gute Umgangsart. Der Ton stimmt. Und ja, die Leute sind gut drauf. Was soll ich sagen? Hier nochmal Alexa. Vielleicht kann ich nochmal sagen, was mir an meiner Alexa nicht gefällt. Am Alexa gefallen mir nicht ihre Security. Sie sind ganz komische Leute auch. Ganz, 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 ganz andere Wesen vom anderen Planeten. Meiner Meinung nach. Das sind ganz komische Leute. Hier im Alexa, ja. Die sind so ein bisschen, I don't know. Die sind auch so ein bisschen wie die Leute vom Burger King. Die gar keinen Bock haben auf diesen Job. Das sind irgendwelche Sozialarbeiter oder vorher mal irgendwelche Hartz-IV-Empfänger gewesen. Nichts gegen die Leute. Ich spreche hier mit Respekt. Ja. Ich meine ja nur, sie sind nicht qualifiziert. Also die haben vielleicht diesen A34-Schein und machen dann ihr Ding so, obwohl sie gar keinen Bock haben. Die wollen einfach nur schnelles Geld, aber die wollen nicht wirklich die Arbeit ausführen. Ja. An der Stelle würde ich sagen, beende ich das Video. Danke fürs Zuschauen. Footlocker. Kann ich dagegen nichts sagen, die Leute sind okay. Und Berlin halt, was soll ich dazu sagen? Halt? Ja, Freunde. Gehen wir mal rüber. Und ich verabschiede mich von euch. Das war's mit dem Video. Heute mal ein kurzes Video. Ist aber sowieso ein Video für den Zweitkanal. Grüße gehen raus, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir gehen jetzt zum Alexa. Mal sehen, was da für eine Kacke abgeht. Ich sag euch so, wie es ist. Ich werde euch alle Sachen erkundschaften und checken und dann werde ich euch sagen, ihr als Touristen, wo ihr hingehen sollt, wo ihr nicht hingehen sollt. Das werden wir demnächst auch in Berlin machen. Ja? Wenn ich sehe, das passt auch und das kommt auch gut an, mache ich nur noch so eine Sachen und zeige natürlich euch auch die Orte nebenbei. Aber hier ist sehr vieles falsch in Berlin, sehr, sehr viele falsch. Die Leute sind natürlich übermüdet, aber wie gesagt, das ist keine Entschuldigung, dass du heute Sonderschüler bist
weil deine Eltern schlecht zu dir waren. Oder dass du heute bei Burger King arbeiten musst, weil die Eltern schlecht zu dir waren. Oder dass du, was auch immer bei dir geschehen ist, dass du darauf irgendwie eine Entschuldigung hast. Das ist Quatsch, wie gesagt. Weil deine Eltern scheiße zu dir waren in der Kindheit, kannst du nicht sagen, ja, weil das so ist. Nein, du musst was tun, Freunde. Und wenn es dir nicht gefällt, dann wechsel deinen Job. Ja, so, das war so die Sache. Und ansonsten ist alles okay, Freunde. 3G-Regel ist immer noch da. Das heißt, genesen, geimpft und getestet. Demnächst werden sie die 2G-Regel reinführen. Und ja, ich werde mir überlegen, wie ich den Titel mache. 3G-Regel am Alexanderplatz. Ja, keine Ahnung. Muss mal gucken. Festival, 3G-Festival leer oder was? Ja. Totentanz am Alexanderplatz wegen 3G-Regeln. Muss mal schauen. Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Peace out. Mein Name ist Six All in the Mix. Bis zum nächsten Video. Eigentlich wollte ich diesen Kanal auf Englisch umstellen, aber ich glaube, der bleibt deutsch. Mal schauen. Stay freestyle, go the flow. Haut rein.